die jetzt hier auf dem Auto sitzen, die können alle Auto fahren, die können am Lenkrad drehen, die wissen, wie das mit Verkehr funktioniert. Ich bin das erste Mal in Dubai, ich bin das erste Mal lang, ich bin das erste Mal hier an der Rennstrecke. Das Einzige, was mir an der Strecke fehlt, ist jetzt so ein kleiner Drive-In. Das ist ja ein 24-Stunden-Sprintrennen auf einer Sprintstrecke. Denke ich mal, haben wir einfach eine geile Fahrerbesetzung. Na, mal ein Auto bei 60 auf der Autobahn ist es ruhig. In dem Auto scheppert es, kracht es, ruckelt es. Ja. Also, du wirst nicht müde. Abgesehen davon bist du sowieso so unter Adrenalin. I like them all. Everyone brings their thing to the table, so yeah, they're great. Am Auto selber sind es 14, inklusive Techniker, Reifenmänner, die Leute von der Tankstelle und die Mechaniker natürlich. Dann haben wir noch unsere 5 Fahrer plus Begleitung. Dann haben wir noch Management, Teammanager, Teamchef und noch ein Social Media Team. One Team, one Goal, go! Wunderbar. Ja, mit Bananen zahlen und Affen arbeiten. Ich habe Hunger. Wir haben kein Budget. Sind wir oben mit der Kamera? Sind wir oben? Der Bereich. Ich habe keine Freunde, außer meine Rifle. Film muss alles dreimal machen. Da muss mehr gehen. Push, push, push! Philippe, glaube ich, hat eine Monster-Quali hingelegt, auch wenn ich glaube, dass wenn er später rausgegangen wäre, noch mal eine Sekunde schneller gewesen wäre, aber ist alles gut so. Brauchst du überhaupt Licht? Nein. Die anderen haben ja auch Licht. Vom Greenscreen zu Hause mit dem Sim und alles ist hier, alles ist Virtual Reality. Ja, bisher nur eine Antriebswelle, die ein bisschen zick gemacht hat. Ansonsten muss ich sagen, kann man wirklich sehr zufrieden sein. Ist angenehm. Du, weißt du was? Alles okay. Ich bin froh, wenn es hier vorbei ist und ich erstmal wieder ganz weit weg von dir bin. Ja, ich auch. Aber weißt du was? Ich weiß gar nicht, ob ich nächste Woche wieder einen Geil finde ohne dich.
geht mir genauso. Komm her. We are West Union. One team, one goal. Go! Go! Go. Traumhaft, man merkt die Universität natürlich schon langsam. Ja. Einfach alle, jeder wartet darauf, endlich ins Auto zu können, die ganze Arbeit, die ganze Anspannung rauszulassen, wenn es endlich losgeht. Ja. Steht die Sonne so schief. Ich habe in vier Kurven gar nichts gesehen. Ich bin nur froh, dass ich die Karre heil nach Hause gebracht habe. Thank you.
Ja gut, für mich war das schwierig, weil ich bin eine Stunde in der Nacht nur mit der Sonnenbrille gefahren. Ich habe eine Sehschärfe drin, ja. Aber es war die richtige Entscheidung, weil ich fast eine Stunde lang gegen den Zaun gefahren bin. Unglaubliche Leistung. Ich glaube, dass man so eine Leistung nur mit so einem Team, mit so einer Leute schaffen kann. Die waren hochmotiviert, die waren voll konzentriert, wir haben keine Fehler gemacht. Philippe hat eine sagenhafte Runde gefahren, der super Quali gefahren. Eine brutal gute Runde in der Nacht. Alter, jetzt 600 Kilometer. Braucht noch ein bisschen. Es war schon ein bisschen emotional, muss ich jetzt dazu sagen, weil als ich gerade Huber gesehen habe, musste ich eigentlich auch heulen, fast. Und insofern, also ich meine, ja, scheiß Getriebe, aber da steckst du ja nicht drin, also was soll das? Und ich meine, jetzt wenn aber, alle hatten irgendwie was, ich denke mal, unser Ziel hätten wir erreicht, ohne das Getriebe, also ich natürlich mit Getriebe, aber halt ohne den Getriebeschaden. Das hier, was Race Union abgeliefert hat, war spitzenmäßig. Und jetzt werde ich mein isotonisches Kaltgetränk genießen. Ich bin mit der Crew zufrieden, ich bin mit unserer Küchencrew zufrieden, ich bin mit euch Jungs zufrieden, ich bin mit meinen Buddies zufrieden, ich bin mit meinen Fahrern zufrieden, ich bin mit meinen Social Managern zufrieden, mit meinen, achso, und mit mir auch. Sind wir vollständig? Ich bin da. Voll, aber nicht ständig. Riesengroßer Dank an das Race Union Team, die hier, glaube ich, einen mega geilen Job gemacht haben. Danke, ihr seid meine Helden. Aber einen noch für Christoph!
One team, one goal, go! Thank you.